So, nun als vorerst letzter Redner Werner Kogler, der Finanzsprecher der Grünen. Ich habe noch einmal angeregt und angemahnt, dass diejenigen in der Opposition, die hier auch was Löbliches auf ihrem an sich vorhandenen Kritikzettel hätten, dass das hier zu kurz gekommen sei. Kann man kurz darauf eingehen eben? Ich wollte dann aber was sagen zu der Grundaufstellung dieser angeblichen Reform selber und dem, wo es in Zukunft hingehen muss, also diesem Detailpragmatismus und wirklich größeren Brötchen, die zu backen wären, und eine Vision dazu. Wir werden uns über die wirkliche Frage von Beschäftigungseffekten von Steuerreformen unterhalten müssen, ebenso über die Gerechtigkeitseffekte und die zugehörigen Strukturen und die Nichtänderung derselben im Prinzip und die angesprochene Ökologisierung. Aber zunächst zum Lob. Nun gut, ja, die 25% Eingangssteuersatz sind erreicht worden. Das ist natürlich, wenn man sich ein geringeres Volumen dann genommen hätte, wäre das nicht mehr möglich gewesen, das ist klar. Ja, das haben Sie erreicht. Da könnte man sagen, das ist nicht a priori selbstverständlich, nicht? Das kann man einmal zumindest diagnostizieren, ja? Weil es hat ja Debatten gegeben, ob nicht das Volumen geringer wäre, dann wären Sie ja mit Ihrer Tariflinie nicht zu Rande gekommen. Okay, ja, die 25% haben Sie erreicht als Eingangssteuersatz. Er steigt dann halt natürlich relativ rasch in den Stufen und lässt nach oben hin natürlich den Besserverdienenden in der nicht nur absolut, sondern interessanterweise auch in der Proportion mehr über. Da hätten wir halt andere Gerechtigkeitsvorstellungen gehabt, aber sei es drum. Sie haben den Termin erreicht, das ist insofern auffällig, aber es ist einfach eine politische Kommentierung, als man zwischendurch den Eindruck gehabt hätte, Sie vergaloppieren sich in der eigenen Taktik so, dass Sie das auch nicht mehr ausgeht. Haben Sie geschafft. Ob Sie eine Neuwahl riskiert hätten, wissen wir nicht. Was für das Land besser gewesen wäre, ist auch eine andere Frage, aber Sie haben es geschafft. Okay. Die Betrugsbekämpfung, sagen wir jetzt einmal einen großen inhaltlichen Punkt, ja, das halte ich für ambitioniert, das halte ich gut. Und wenn das gelingt oder gelingen sollte, mit knapp 2 Milliarden da was hereinzubringen, dann finden wir das super. Ja? Das passiert aber nicht voll allein. Wenn wir das mit den üblichen Herangehensweisen pflegen, wie bisher bei der Betrugsbekämpfung, die waren nämlich sehr mau, da werden wir nicht weit kommen. Da muss wirklich anständig gehämmert und genagelt werden, Nägel mit Köpfen gemacht werden. Da sind wir bereit zu diesen Verhandlungen, weil Sie brauchen ja mindestens eine Oppositionspartei. Das würden wir wirklich für gut finden, wenn es gelingt. Ja? Aber 1,9 Milliarden, die musst du mal herbringen. Super Sache. Bekämpfung der internationalen Steuerbetrüger, da kommen wir langfristig eh nicht aus, das haben Sie erkannt. Zweitens aber auch der in Österreich ansässigen Großbetriebe und Konzerne, die gibt es ja auch. Und drittens der besonders Reichen und Beduchten, die ja massenhaft ihr Geld umeinander jonglieren und auch in Österreich noch gut verstecken können, nämlich vor der Steuer, wie wir wissen. Ja, das wird einiges brauchen und ich anerkenne das, dass Sie da, Stichwort sogenanntes Bankgeheimnis, das aber eh immer nur sozusagen ein irrlichterndes Irrationalem war in dieser Form, weil es ja genau die Kleinen tendenziell im Ergebnis schadet und den Großen, die ihr Geld verstecken, hilft, war immer ein Problem in diesem Land. Ja, Anerkennung, Sie gehen es endlich an. Wir schreiben schon seit 2006 in jedem Konzept rein, dass das längst so gemacht gehörte. Aber wie gesagt, aufgrund von internationalem Druck und aufgrund von Geldknappheit machen wir Anerkennung. Gut so. Was die Frage der Konjunktur- und Beschäftigungseffekte betrifft, naja, da muss man schon festhalten, erstens wäre es besser gewesen, dann diese Tarifreform, wenn sie eine Auswirkung haben sollte, jetzt schon zu machen. Weil jetzt ist ja die Delle besonders, bis das alles wirklich greift, brauchen wir es vielleicht gar nicht mehr in der Form und dann sind wir im schlimmsten Fall wieder prozyklisch. Das ist nicht so geschickt. Aber das Zweite ist, wenn Sie einen anderen, einen gerechteren Tarifverlauf drinnen hätten, hätten Sie die behaupteten Beschäftigungseffekte natürlich in viel größerer Form. Das ist doch logisch, weil ja, wenn unten mehr entlastet wird, in dieser Logik eben mehr ausgegeben werden würde. In der großen Gerechtigkeitsfrage, da fällt es mir überhaupt, weil das hätte müssen in die Struktur gehen. Schauen wir uns das an. Jetzt werden knapp 5 Milliarden umverteilt. Ja, wenn das alles richtig ist und gut wäre, inklusive Betrugsbekämpfung, bleibt immer noch die Frage, ja, was ist denn dann mit der Idee, das doppelte Volumen zu organisieren? Das geht, wenn wir ökologische Effekte reintun, aber vor allem das, was die SPÖ immer behauptet hat, wir auch im Konzept haben, 2 bis 3 Milliarden über eine vernünftige, gerechte Erbschaftssteuer immer noch mit hohen Freibeträgen und einem Äquivalent für die Stiftungen machen. Da kommen 2 bis 3 Milliarden heraus. Das hätten wir dann zusätzlich
dann wären ja alle behaupteten wunderbaren Effekte auch in dem doppelten Ausmaß. Wir halten das für möglich, für sinnvoll und für notwendig. Das würde aber endlich einmal in die Struktur gehen, weil was das jetzt ist, ist ja ein strukturell betrachtet ein Reformchen und keine Reform mit Visionen. Und darum würde es gehen. Und insofern bleibe ich bei dem Beispiel, ja, wenn jemand 4 Millionen erbt, dann zahlt er 0 Steuern dafür, außer eine kleine, vielleicht wenn ein Grundstück dabei ist, diese quasi Übertragungsabgabe. Wenn jemand 4 Millionen verdient brutto im Leben, ja, dann zahlt er davon mehr als die Hälfte Steuern und Sozialabgaben. Mehr als die Hälfte. Der arbeitet aber sein Leben lang dafür. Die 4 Millionen muss der schon mal verdienen. Das ist ja eh schon einer in ihrer Mittelstandskategorie. Wenn das gerecht sein soll, wenn das ökonomisch vernünftig sein soll, dann gute Nacht. Und insofern sollten Sie sich von Ihrem Klientelismus lösen und Sie an Ihrer Durchsetzungsfähigkeit arbeiten. Aber wir werden in diese Richtung weitergehen. Bleibt am Schluss, neben der Ökologisierung, wo man durchaus die eine oder andere Milliarde bewegen könnte, immer zugunsten der Senkung der Arbeit, der Belastung der Arbeitseinkommen. Ja? Wir haben jetzt damit die 5 Milliarden ja 1,7% von der Wirtschaftsleistung nur manövriert. Wenn Sie sich die internationalen Daten anschauen, sind wir ja immer noch viel zu hoch. Und deshalb wäre das vernünftig, dorthin zu gehen. Und die Vision am Schluss wird sein, und da schließt sich der Kreis, mit der Steuerbetrugsbekämpfung. Es besteht zukünftig die Möglichkeit, dass wir Arbeitseinkommen generell und Kapitaleinkommen, wurscht, woher, also aus welchem Kapital das kommt, gleich besteuern. Das wäre das wichtigste Anliegen überhaupt. Weil jetzt haben wir immer noch das Problem, dass aus einem Aktienbesitz, aus Miete und Pacht verdienst 100.000 im Jahr oder soll auch sein, 1 Million, ist ja mir wurscht. Es ist immer das Kapitaleinkommen das günstigere. Das Arbeitseinkommen ist immer das teurere, auch aus selbstständigen Einkommen. Das ist nicht nur nicht gerecht, das ist wirtschaftlich unvernünftig. Und deshalb sollten wir diese Gesamtreform mit dieser Vision nicht aus dem Auge verlieren, sondern gleich, wenn Sie sich so reformfreudig zeigen, in die nächste Etappe einsteigen, dann kommen wir weg von diesem Filigranismus und endlich einmal zu größeren Brötchen, die zu backen werden. Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.